Ich begrüße euch ganz herzlich zu Teil 2 unserer kleinen, ja, zweiteiligen Videoreihe zur Differenzbesteuerung. Mit mir ist der Stefan, den ihr im Bild auch schon unten seht. Wir haben ja angefangen, auf deinem Kanal Münz- und Edelmetallwissen bei YouTube über dieses Thema zu sprechen, was uns beide und viele von euch da draußen ja auch sehr bewegt in den letzten Wochen, die Abschaffung der Differenzbesteuerung. Ja, und weil die Sendezeit im ersten Video vorbei war, machen wir jetzt hier nochmal locker flockig weiter bei mir, beim Connoisseur. Ja, Stefan, schön, dass du da bist. Wir haben ja schon einiges dazu ausgetauscht. Dieses Thema hat uns beide ja sicherlich auch vor einer Woche ziemlich vom Hocker gehauen, die Abschaffung der Differenzbesteuerung. Kannst du eigentlich als Händler nachvollziehen, warum die Differenzbesteuerung gekippt wurde? Was war denn da eigentlich das Problem? Das war eigentlich, wenn ich mich daran erinnere, damals 2014 ist die Mehrwertsteuer auf Silberanlagemünzen ja erhöht worden von 7 auf 19%. Da hatten alle erstmal Panik, ich auch. Und dann sind die Händler ja ziemlich schnell mit der Idee der Differenzbesteuerung um die Ecke gekommen. Und unterm Strich war Silber damals fast genauso teuer wie vor der Steuererhöhung. Also alles bestens. Warum muss das nach fast 10 Jahren geändert werden? Also grundsätzlich würde ich mal sagen, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das wahrscheinlich der Grund, dass der Staat Geld braucht. Das ist schon mal Punkt 1. Also wir wissen alle, dass wir die höchste Geldmengenproduktion der Geschichte hatten, seit der Corona-Pandemie. Und dadurch Geldmengenproduktion heißt in unserem Geldsystem ja Schuldenproduktion. Und diese Schulden wurden verteilt auf die Staaten. Und da Deutschland einen sehr, sehr großen Anteil in der EU hat an Kosten und Beteiligungen, wird Deutschland auch eine der größten Schuldenberge produziert haben dadurch. Und ja, also man muss immer gucken, wo man bleibt, ne? Und auch unser Staat, dem geht es ja auch nicht so gut, der muss halt auch gucken, wo die Kohle herbekommt. Und die Rettungspakete, die so geschnürt werden, sorgen halt dafür, dass da der Gürtel auch mal enger geschnallt werden muss. Und ja, also wir haben einfach de facto statt Differenz besteuert, das ist dann einfach nur ein Fünftel, ein Sechstel ungefähr, das der Staat da kassiert, haben wir jetzt die Vollbesteuerung. Das bedeutet, man muss ja verstehen, dass bei der Differenzbesteuerung der Betrag, der Urbetrag, der besteuert wird, so klein wird, dass der Staat da echt wenig Interesse dran hat. Weil also der Händler gibt halt Geld für Kosten aus, die normalerweise absetzbar wären in der Vorsteuer, wenn man was importieren muss, kann man das ja alles grundsätzlich als Steuer betrachten und sich wiederholen. Und dafür ist halt der Artikel an sich ist ein bisschen teurer für den Händler, aber durch die Differenzbesteuerung kann er ihn günstiger verkaufen. Und jetzt kriegt der Staat halt volle 19%. Das ist im Silberbereich für den so eine Ver-5-Ver-6-fachung an Steuereinnahmen. Gesetzt dem Fall, die Menge wäre die gleiche, die auch weiterhin gehandelt wird. Da muss man halt immer mal gucken. Das ist ähnlich wie bei den Zigaretten. Das ist ja auch so, die werden immer teurer und immer mehr Leute hören auf zu rauchen. Wobei man Silber jetzt nicht unbedingt mit Rauchen vergleichen sollte, weil Silber deutlich gesünder ist, kann man an der Stelle eindeutig festhalten. Hat Und auch einen Suchtfaktor, aber richtig, genau so ist es. ist auch nicht so leicht zu rauchen. Ne? Also ich hätte gesagt, erster Aspekt, nicht so leicht zu rauchen. Ja, es kann sich die Lippe verbrennen, muss man dazu auch sagen. Also würde ich jetzt nicht ranraten, Silber anzuzünden. Nee, aber grundsätzlich ist so, ich vermute mal, Punkt Nummer 1 ist Steuer, die reinkommt. Einfach eine Geldsituation. Und ja, und der zweite, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, da geht es ja um vielleicht Silber unattraktiver zu machen. Generell Edelmetalle vielleicht etwas unattraktiver für uns Bürger zu machen, um die Kohle eben woanders zu lassen, oder? Ja, ich meine, es klingt immer auf den ersten Blick so ein bisschen nach Verschwörungstheorien, finde ich. Aber das hat man auch vor der Abschaffung der 500-Euro-Banknote gesagt. Das hat man vor der mehrfachen Absenkung ja der Bargeldgrenze gesagt für Goldkäufe, für das Tafelgeschäft. Und wie soll ich sagen, selbst wenn man jetzt nicht auf Verschwörungstheorien steht, fragt man sich, warum das sein nötig war. Und also ich persönlich frage mich, wie soll ich sagen, ich versuche bei sowas immer die journalistisch nüchterne Position einzunehmen, aber ich frage mich schon, warum, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Differenzbesteuerung nicht für Silberanlagemünzen gedacht war, warum merkt man das nach fast 10 Jahren? Also es ist ja von 2014 bis 2022 ohne Murren und Knurren Akzeptiert worden. akzeptiert worden. Genau. Und was ich auch ganz spannend finde, die Differenzbesteuerung kennen, also ich kannte sie natürlich zuerst von Silber. Man kennt sie aber auch
von beispielsweise, wenn man Gebrauchtgeräte im Internet kauft. Also die Differenzbesteuerung wird sonst immer beim Handel mit Gebrauchtwaren hauptsächlich angewendet. Ich glaube, es Und kam wo ursprünglich von den dementsprechend. Gebrauchtautos, ne? Dass die Genau, ja, gebraucht wegen das Gebrauchtautos jetzt Hauptthema auch, ne? waren. Wenn du ein gebrauchtes iPhone kaufst bei einem Profi-Händler, dann steht da immer unter Anwendung der Differenzbesteuerung. Und wurde ja auch in der Vergangenheit beim Ankauf und Wiederverkauf von gebrauchten Silbermünzen, also jetzt beispielsweise Junk Silber oder Maple Leafs mit leichten Gebrauchsspuren und so weiter angewendet. Und ich kriege es bis heute nicht raus oder rein, also was sich jetzt großartig geändert hat und warum dieser Steuervorteil jetzt plötzlich nicht mehr, oder man muss ja eigentlich sagen, dann haben ja fast 10 Jahre lang sehr viele Edelmetallhändler in Deutschland illegal gearbeitet und der Staat hat zugeguckt. Gut, also der Also, Staat sagt ja, es wurde geduldet, es wurde fehlinterpretiert, dieses Schreiben von 2014, und das wurde einfach geduldet und deswegen konnte es auch so schnell gekippt werden, weil es einfach nur eine Duldung war, die einfach jetzt nicht mehr geduldet wird. Aber also es geht gar nicht so ums dann Thema fragt man sich, warum Verschwörungs. gerade jetzt? Genau, also es geht nicht unbedingt ums Verschwörungstheorie-Thema, es geht vor allem darum, es sind ja alles Aspekte. Du hast eben die Bargeldgrenze erwähnt, und wer halt sich im Edelmetall-Investment nicht so auskennt, der fragt sich, was heißt denn das? Und also als ich damals, als ich richtig Bullding gemacht habe, das ist schon 10 Jahre her, und damals war die Grenze, glaube ich, bei 15.000 15, ja. Euro. Und da konnte man anonym kaufen. Man musste also keine Ausweispapiere vorzeigen und konnte anonym 15.000 Euro kaufen. Und diese Grenze ist in den letzten Jahren einfach auf, ich würde sagen, lächerliche 2.000 Euro runtergegangen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, also vor 10 Jahren war Gold und Silber halt noch auf anderen Be Sphären, Preisen unterwegs. Es war deutlich günstiger. Gold ist jetzt ja bei 1.700 Euro ungefähr die Unze. Und ist dann eben zu kaufen, gerade mal so an dieser Grenze. Also ihr könnt gerade mal eine Unze Gold kaufen in diesem anonymen Bargeldkreis. Also es ist schon wirklich schwierig geworden. Und die Frage ist halt, warum ist es unattraktiv für uns Anleger, Kleinanleger, Kleininvestoren, sowas zu kaufen? Man sollte ja eigentlich meinen, das sollte den Staat auch nicht interessieren, ob ich mal 5.000 oder 10.000 Euro für ein bisschen Edelmetall ausgebe. Aber es ist wohl so. Und die Differenzbesteuerung ist jetzt nochmal so ein Aspekt, die so ein bisschen uns das madig machen soll. Vielleicht einfach, um Geld in den Volkswirtschaftskreis zu pumpen, ne? In Konsum, und dass da wiederum Steuern erwirtschaftet werden. So in diese Richtung könnte ich es mir vorstellen. Also, ja. Ja, gerade wenn ich mir überlege, Edelmetallinvestment ist ein langfristiges Investment. Also natürlich die Kohle, die ich jetzt in Gold und Silber reinstecke, die wird die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht irgendwie in ein Auto fließen oder in, gut, vielleicht schon, wenn das Auto kaputt geht und man ein neues braucht. Aber normalerweise geht das ja erstmal in den Tresor und bleibt da liegen. Das ist schon, ja, aus der Sicht nachvollziehbar. Und sicherlich auch, wenn man das ein bisschen, wie soll ich sagen, aus der Vogelperspektive anguckt, Silber und Gold als Ersatzwährungen, natürlich will sich kein Staat das Recht nehmen lassen, die einzig wahre Währung rauszugeben. Und da ist Gold und Silber ist für viele von uns eine Zweitwährung oder eine Ersatzwährung oder eine sichere, wie soll ich sagen, eine Absicherung der echten, der eigentlichen Währung. Ja. Und das ist sicherlich ein Dorn im Auge. Das, Was glaube auch ich, kann man. noch ein interessanter Aspekt ist, ist ja die Tatsache, dass in dem Schreiben auch drin steht, dass das bei ab einer prozentualen Verhältnis von 250% zum Silberkurs ja dann wieder anwendbar ist. Das heißt also, Sammlermünzen, die für einen Handelspreis von einem Hersteller oder von dem Haupthändler halt verkauft werden, und die haben diese 250% überschritten, die dürfen weiterhin differenzbesteuert verkauft werden. Das heißt, es geht dem Staat jetzt oder dem Bundesfinanzministerium gar nicht um die Sammlermünzen, es geht wirklich um das klassische Anlagethema, was ich komisch finde. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das eben nicht der Fall ist, dass es generell missinterpretiert wird. Weil wieso ist denn jetzt nur die Wertgrenze missinterpretiert? Also finde ich so ein bisschen komisch. Also eigentlich passt das nicht Ja, ins naja, oder Gesamtbild. man müsste dann sagen, entweder man ist kommt man sozusagen, man will Silber komplett bekämpfen, aber warum will man jetzt Silberanlagemünzen bekämpfen und Silbersammlermünzen nicht? Das Macht nicht so ist richtig Sinn, oder? komisch. Also finde ich Ja. auch. Ich meine, für Deswegen. uns beide denke ich mir gerade auch, die ja sicherlich im Investmentbereich unterwegs sind, aber das Herz hängt sicher an der Wunder, an der schönen, seltenen Sammlermünze. Genau. Das Ganze macht Sammlermünzen jetzt natürlich etwas interessanter, ne? Weil die differenzbesteuert verkauft werden. Genau. Auch ja in diesem Schreiben jetzt erstmal ein klares Statement offenbar ist, die Silbermünzen sind, die Silber-Sammlermünzen sind safe.
Und das ist, also sag ich mal, für uns als Sammler ist es jetzt erstmal halb so wild. Aber trotzdem, das war natürlich eine echt große Überraschung und lässt ja auch Anlass für die zweite Frage, die hier Ja, steht. richtig. Steht eine Überraschung bei Gold bevor? Wenn du mir vor 2 Wochen vor dem 3. Oktober gesagt hättest, die Differenzbesteuerung für Silber fällt, dann hätte ich dich womöglich für verrückt erklärt. Noch Jetzt ist verrückter, es als du mich eh da. schon hältst, Und ne? ja, so, oder ich hätte gesagt, ach, der Kohlberger, ne, Der wieder. das Übliche halt. Jetzt ist sie da. Wenn du mir heute sagst, die Mehrwertsteuer oder Mehrwertsteuer auf Gold kommt, würde ich auch sagen, nie im Leben. Wer weiß. Also, wenn wir gerade vor den ersten Aspekt, den ich vorhin aufgegriffen habe, der Staat braucht Geld für die Schulden. Ja. Also, die Deutschen sind ein sehr kauffreudiges Land, wenn es ums Thema Gold geht. Langfristiges Investment und Gold war schon immer so ein bisschen die Sicherheit, die Säule. Die deutschen Privathaushalte haben ja mehr Gold gebunkert, als der deutsche Staatsschatz sozusagen ist. Das ist schon ein Riesenthema. Und so eine Mehrwertsteuer auf Gold würde uns ganz schön, selbst wenn es nur 7% wären, wäre das schon mal eine ziemlich heftige Nummer. Also man sammelt, wenn man wirklicher Anleger ist, möchte man so einen Krügerrand so günstig wie möglich kaufen. Das ist auch heute gar nicht mehr der Fall. Also wenn ich überlege, vor 10, 15 Jahren konnte man als Händler, wenn man wirklich so einen Krügerrand in Menge 1000 eingekauft hat, vielleicht auch im Ausland, konnte man die für 2 bis 3% über Gold kaufen. Das war so der Top-Kurs. Und dann konnte man natürlich auch kleiner Käufer, was heißt kleiner, wenn man jetzt 10 Krügerränder privat kauft, ist immer noch eine Menge Kohle. Aber da konnte man halt auch 6% kriegen über Gold. Heute kriegst du keinen Krügerrand mehr für unter 10. Ist ja völlig verrückt. Und wenn dann nur vereinzelt. Und dann kommen natürlich, wenn du so einen Krügerrand kaufst, auch nochmal 25 € Versandkosten drauf. Das sind ja alles so Sachen, die muss man mal berücksichtigen. Also Gold kaufen ist teuer geworden, muss man an der Stelle schon sagen. Und wenn jetzt die Mehrwertsteuer kommt, also der Punkt ist ja, wenn Gold eine Steuer kriegen würde, dann wäre das ein neues Gesetz. Da kann man nicht sagen, dass es muss geduldet werden. Das wäre eine Gesetzesänderung. Und das würde dauern. Da müsste man eine Frist bekannt geben. Man müsste den. Was meint ihr, was los ist, wenn die jetzt heute sagen würden, ab 1.1. ist Steuer auf Gold. Also alle würden jetzt wie die Wahnsinnigen bis zum 31.12. Gold kaufen wollen. Die Aufgelder würden trotzdem steigen. Wie blöd. Ist nun mal so, Marktwirtschaft. Das Angebot bleibt das gleiche. Die Nachfrage verzehnfacht sich. Aufgeld steigt. Also keiner von uns würde gewinnen. Das muss ich erstellen. Keiner würde gewinnen. Wir würden sofort mehr bezahlen. Außer vielleicht die Händler, die Gold verkaufen, würden wahrscheinlich erstmal gewinnen in der Form. Aber im Großen und Ganzen wäre das eine extrem schwierige Situation. Und ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mehrwertsteuerbefreiung von Gold eine der wesentlichen Freiheiten ist, Möglichkeiten, seine finanzielle Zukunft selbst zu planen. Und wenn da so fette Steuern drauf kommen, ist das dann schon eine. Man muss ja nur mal, was bedeutet denn 7% auf 1.800 €? Ne? Also das sind ja 130 € ungefähr, mal über den Daumen geschlagen, über den Daumen gerechnet. Und das nur bei Das 7%. ist schon geschlagen, Ja, weil das das ist ja ja schon geschlagen, ein genau. recht Und bei kräftiger 19% Betrag wären es ja ist. 400 oder Ja. 350, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Also, boah, ich hoffe es ja nicht. Wie siehst du denn das? Wie soll ich sagen? Ich versuche da immer zurückhaltend zu bleiben, aber mein Fazit auch für dieses Video ist, alles ist möglich. Also, ich habe mich auch gerade, wo wir so gesprochen haben, hatte ich mich daran erinnert. Bis, wenn ich das richtig sehe, richtig erinnere, 1993 war Anlagegold mit der Mehrwertsteuer belegt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich damals, da war ich ja noch ein, wie soll ich sagen, ein kleiner Junge, da habe ich mir meine erste Goldmünze gekauft bei einer Bank damals noch. Also ich bin in die Bank reingetapert, Geld gespart, 20 Mark, 20 Goldmark Kaiserreich gekauft und mich gewundert, dass da Mehrwertsteuer drauf fällig war. Waren damals noch nicht 19%, aber trotzdem noch. Damals war das völlig normal. Jetzt war es über 20 Jahre lang nicht normal, aber wie gesagt, wir haben keine Glaskugel. Es wird sicherlich nicht von heute auf morgen kommen, da hast du auch völlig recht. Damit würde man eher, das wäre eher eine Werbeveranstaltung für Gold, glaube ich. Aber ich schließe das nicht mehr aus. Ja, ich auch nicht. Und diese Kaiserreich-Thematik ist ja sogar noch verrückter.
Da gab es ja diese Berechnung, dass Kaiserreichmünzen, die verkauft werden zu 108, unter 180% des Goldkurses, die waren steuerfrei. Über 180% waren 19%. Und sobald du aber die 250% erreicht hattest, waren es wieder 7%. Das war ja eine völlig kranke Nummer. Also dann auf die teuren Kaiserreichmünzen hast du 7% gezahlt, auf die so Ja. mittelteuren 19% und die ganz günstigen waren frei. Also muss keiner verstehen. Aber deswegen, also ich halte nichts für unmöglich und ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was Ja. ihr davon haltet, dazu zu sagen habt. Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Es wird noch ganz, ganz viel Wind passieren. Wir werden auch gerne, gerade wenn auch Fragen von eurer Seite noch kommen, können wir gerne ein paar Videos dazu machen und das so ein bisschen ausdiskutieren, weil es ist ein großes Thema. Wir könnten stundenlang hier Ja. quatschen, aber wir wollen euch ja nicht totquatschen. Deswegen, ja, würde ich Ich glaube, sagen. eine Sache, die sicher ist, wenn sowas kommt, werdet ihr es ziemlich schnell auf den beiden Kanälen erfahren, so wie es ja auch, als jetzt die Differenzbesteuerung gefallen ist. Da haben wir beide uns ja, glaube ich, fast im gleichen Moment WhatsApp-Nachrichten geschickt, so nach dem Ja. Motto, freue mich gerade oder siehst du, was Kann ich das sehe? wirklich sein? Genau. Ja, ist das irgendwie, ist hier 1. April im Herbst? Also deswegen, wir werden sicherlich auch nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben. Ja. Und genau deswegen ist es sinnvoll, dass ihr, wenn ihr es noch nicht getan habt, diese beiden wunderbaren Kanäle, die ihr da unten seht, mal fix abonniert. Das ist einmal Münz- und Edelmetall Wissen mit dem Stefan und der Connoisseur, das bin ich. Und weil das Ganze so schön ist, haben wir auch noch Instagram, wo wir dann ja Münzfotos, Schnappschüsse von unterwegs, was auch immer, zeigen. Ja, wir freuen uns über euer Like, über euer Folgen, über eure Kommentare, über die Glocke und einfach, dass ihr dabei seid. Genau. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus dem hohen Norden und aus dem hohen Süden. Den tiefen Süden. Südwesten. Genau, die Festen. Vielen Dank. Macht's Bis gut. bald.